Dann haben wir eine Frage von dem Herrn im roten Hemd. Ist das korrekt? Ihr Vortrag und vieles ist durch die Aktualität geprägt im Nahen Osten, respektive jetzt auch insbesondere Türkei-Syrien-Konflikt. Andererseits, ich habe großes Interesse in den afrikanischen Kontinent. Die Bevölkerung dort ist sehr jung. Einer ihrer früheren Präsidenten wird, ich wünsche ihm zwar noch einige Jahre, ableben. Die Frage ist, ob dieser, wir haben vorhin über den arabischen Frühling gesprochen, der südafrikanische Winter, ich rede jetzt über das westliche Südafrika, wo eine reiche Region zu einem armen Land geworden ist, in südliche Afrika übergreift und das auch einen Flächenbrand über den ganzen afrikanischen Kontinent auslösen wird, weil Südafrika ja trotzdem ein Modellland war. Ja, könnte ein Gesellschaftskonflikt auch in Südafrika entstehen und über Afrika sich ausbreiten. Ja, ich wundere mich immer über die ungeheuer optimistischen Urteile, die hier über Südafrika vorgetragen werden, die man schon zu den, dass man schon zu den BRICS-Staaten, also Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika noch dazu zählt. Ja, auch da ist wieder eine unglaubliche Verlogenheit gegangen. Als ich vor etlichen Jahren schon in Südafrika war, waren etwa 2000, das war die offizielle Regierungszahl, 2000 weiße Farmer umgebracht worden. In Rhodesia waren es 7 gewesen und da gab es einen Aufschrei, ich dagegen umwerbe. Aber in Südafrika ist das westliche Kapital so stark investiert und bringt auch so viel Profit, dass man einfach die Situation schönredet. Dass die Weißen in Südafrika in eigenen Compounds inzwischen leben, die völlig abgeschirmt sind, mit eigenen Kirchen, mit eigenen Schulen, mit eigenen Restaurants. Dass man, wenn man als Weißer in das Stadtzentrum von Johannesburg geht, seines Lebens nicht sicher ist. Und ich habe das selber erlebt, dass man, ich war bei deutschen Farmern gewesen, das waren wirklich fromme Leute, die haben auch bestimmt ihre schwarzen Angestellten sehr gut behandelt gehabt, aber von denen hatten schon 2 Schüsse abbekommen und machten Nazi-Patrouille mit ihrem Gewehr und die sagten, unsere Söhne werden wir die Farm nicht mehr überlassen, das wollte ich gar nicht mehr. Also die Auseinandersetzung, die rassisch aus, was ja auch verständlich ist, nach der Unterdrückung durch die zur Zeit der Apartheid, die wirklich abscheulich war. Das war also nicht nur eine Kolonialherrschaft, das war eine gezielte Demütigung der Schwarzen und der Farbigen dort. Das ist das so vollzogen, ist zweifellos der Figur Mandela zu verdanken. Aber ich erinnere mich an ein Gespräch, was ich mit einem Schwarzen Professor, der Johannesburg University führte, deutsche Botschaft hatte mich hingeschickt. Er sollte was erzählen über die Landverteilung, die jetzt eventuell stattfinden sollte. Und er hat mir gesagt, was kann man besser? Er hat gesagt, im Grunde ist Mandela für uns ein Unglück gewesen, nämlich die Revolution, die angestanden hat, um, sagen wir, die Gleichheit der Rasse, also die Rehabilitierung der schwarzen Bevölkerung durchzuführen, die hat er durch seine extreme, bewundernswerte Menschlichkeit in die Zeit verschoben und es wird kommen. Und wer in Südafrika einen guten Beruf hat, also sich auch im Ausland praktizieren ist, Arzt oder Anwalt oder Architekt und so weiter, der schon Abgas oder sucht, hält auch schon ein Visum nach Australien, Kanada oder sonst wohin. Ich weiß, es bleiben zurück dann die arme Blanke, wie man es nennt, also die weiße, also überwiegend burische Bevölkerung, die in der, sagen wir, nicht aufgrund ihrer Hautfarbe bisher über eine Überlegenheit hatte, aber nicht unbedingt aufgrund ihrer beruflichen Fähigkeiten.